Alter. Der Rest reinkackt! Den Gang! So wie es gehört, oder? Ja, Mann, Alter. Wir waren gemeinsam shoppen. Schau mal, du hast dich gleich von unten bis oben, hast komplett mit deinem neuen Zeug, hast dich eingekleidet. Ja. Aber schauen wir mal, ob wir heute nämlich wieder einkaufen gehen. Denn Leute, heute ist es soweit, wir dürfen den neuen M2 fahren. Beim letzten Video sind wir hier den BMW XM gefahren. Und heute sind wir wieder gemeinsam mit BMW unterwegs. Und zwar hier der neue BMW M2. Und das Ganze auch noch so, wie er gerade dasteht, handgerissen. Das muss man sich mal vorstellen. In der heutigen Zeit, 2023, dass es sowas hier noch gibt, handgerissen. Und wir haben ja das Auto ja schon mal statisch komplett erklärt gehabt. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon ein dreiviertes Jahr wieder her. Aber ich würde sagen, so im Schnelldurchlauf zeigen wir euch doch so ein bisschen die Highlights. Was ist jetzt? Was ist da los? Okay, ja. Wo sind wir gerade stehen geblieben? Da drüben. Das ist auf jeden Fall hier ein guter Spoiler. Ja, auf jeden Fall. Das muss das man. Das ist nämlich ein fester Spoiler. Mhm. Verstehst? Ja. So, sind wir jetzt wieder da? Jetzt sind wir da. Bist jetzt wieder auf mich? Jetzt bin ich wieder da. Sehr gut. Also, Leute, hier nochmal. 9 M2 dürfen wir endlich fahren. Unter Motor steckt der bekannte S58 Motor, den kennen wir schon aus dem M3, M4. Hier leistet er 460 PS, 550 Newtonmeter. Bedeutet, das ist etwas weniger als beim M3, M4. Da sind es 10 PS mehr, beziehungsweise bei der Competition-Version haben wir 510 PS und 650 Newtonmeter. Limitiert sind wir hier auf die 550 Newtonmeter und zwar wegen Handschaltung, was natürlich das Geile ist und das dürfen wir ja auch heute fahren. Generell noch mal ganz kurz zum Design. Ich meine, wir haben ein ausführliches Video darüber gemacht und auch ganz wichtig, der Beppe mit seinem Vlog, ne? Der Vlog. Der Vlog. Sagt man so schön, gell? Ja. Also Link blenden wir auf jeden Fall mal ein. Von vorne ist für mich persönlich noch etwas gewöhnungsbedürftig, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es am Anfang sehr gefeiert, ja, als ich das in dem Licht gesehen habe. Hier jetzt in der Farbe, ich weiß es noch nicht so. Ich glaube, das wächst so mit der Zeit. Es taugt mir auf jeden Fall von BMW M, dass hier wieder diese richtige, eckige, kantige Sprache rauskommt. Was halt natürlich Wahnsinn ist, wenn du hier von der Seite schaust, hier hinten diese breiten Backen da hinten. Das ist sowas von massiv. Und das Geile ist, ich meine natürlich, gewichtstechnisch sind wir deutlich schwerer geworden. Um die 150 Kilo schwerer als beim Vorgänger M2 Competition. Liegt aber natürlich daran, dass wir so viele Komponenten vom M3, M4 übernommen haben, was serienmäßig verbaut ist. Bedeutet zum Beispiel, wir haben allein hier schon eine 19-20 Reifenkombination. Wenn man überlegt, beim M3, M4 geht es bei 18-19 Zoll los. Ja, dann natürlich klar Motor, Getriebe, das Ganze wurde übernommen. Wir haben optional gibt es das Carbondach, genauso optional auch, müssen wir hier mal aufmachen, die Tür. Und zwar hier die Carbon-Schalensitze, was auch sehr, sehr geil ist, dass es das wirklich jetzt halt auch beim M2 gibt. Und ich meine allein innenraummäßig, wir sind ja komplett schon darauf eingegangen, wir werden auch jetzt nochmal beim Fahren dann darauf eingehen, dieses komplette Infotainment mit dem Screen, taugt mir persönlich sehr, wenn wir mal nach hinten gehen, wenn wir uns das Heck anschauen, ist auch sehr markant geworden, das Ganze sehr eckig, kantig, böse. Ich weiß schon, Beppe, dir hat es bisher noch nicht so getaugt, das Heck. Für mich persönlich, ich finde es eigentlich echt geil, weil da sieht man wieder, M traut sich richtig was, ja. Wenn wir nämlich mal rüber gehen, ganz kurz, weil hier, da müssen wir wirklich darauf eingehen, wir haben hier den 9 M2 mit den kompletten M-Performance-Parts, ja, und zieht euch mal hier diese Frittentheke rein. Wie geil sieht das bitte aus? Das Ganze kennen wir nämlich schon vom CSL hier komplett in Carbon-Spoiler. Was jetzt wieder Geschmackssache ist, sind natürlich hier die Endrohrblenden. Ist jetzt nicht so meins, ist halt eine komplette Titan-Abgasanlage, was wiederum geil ist. Wir haben hier einen kompletten Diffusor aus Carbon und dann sehen wir auch hier Carbon-Elemente, genauso wie auch hier. Das sind halt wirklich Spielereien. Was ich geil finde, sind die Felgen, die M-Performance-Felgen. Hier auch in Verbindung mit den Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen. Wir sehen auch, die sind genau für den M2 konzipiert, nämlich an der Markierung mit dem Stern. Ist nochmal ein deutlicher Unterschied, als wenn du hier die normalen Cup 2 Reifen draufpackst. Ja. Hier unten machen wir nämlich weiter. Und zwar hier sehen wir auch schön alles hier M-Performance-Part. Ich finde das Geile, das Ausgefräste da innen drin von der Felge. Gewichtsersparnis. Also das muss schon wirklich sagen. Auch hier dieses kleine Detail finde ich schon, dass das hier echt gut rauskommt. Wir haben auch noch Carbonspiegel mit dabei. Und jetzt kommen wir auch hier
zum vorderen Part, weil ich finde, da taugt es mir gleich deutlich mehr, wenn wir nochmal hier auf den normalen M2 eingehen, ja, ohne den M-Performance-Part, und dann sind wir hier, finde ich, das macht hier deutlich mehr her. Allein schon, weil wir natürlich andere Federn haben, bedeutet, er ist deutlich tiefer nochmal geworden. Und dann hier, hier haben wir Carbon, da den Carbon-Front-Spoiler. Das ist auch ziemlich schön gemacht, hier mit dem M-Logo. Finde ich sehr, sehr sexy. Und dann hier auch an der Seite nochmal, das gehört hier komplett mit dazu. Also macht auf jeden Fall deutlich was her. Wenn wir jetzt von den Leistungswerten nochmal weiterreden. Ich meine, wir haben 90 PS mehr als der alte M2. Wir haben eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,3 Sekunden bei der Handschaltung. Wobei, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir hier einen Handschalter auch haben, handgerissene. Nee, hier haben wir nämlich 8-Gang-Automatik. Da sind wir bei 4,1 Sekunden. Wenn wir schon hier an der Seite stehen, wir haben hier serienmäßig die große Bremsanlage, bedeutet 6 Kolben, 380 mm vorne, 370 mm hinten. Ist natürlich bei einem M2 schon auch mittlerweile wirklich heftig. Deswegen auch hier nochmal 19-20 Zoll serienmäßig. Das ist halt schon wirklich eine ordentliche Ansage. Ich meine, wir sind auch generell beim 2er BMW 11 cm länger geworden. Genauso wie jetzt hier eben M2 nochmal 3 cm breiter als der Vorgänger. Das macht natürlich auch nochmal deutlich was her. Wir können mal schauen, ob hier auch M-Performance-mäßig was im Innenraum. Oh ja, schau dir das mal an. Das ist aber geil. Hier, komplette Alcantara, sehr, sehr sexy gemacht. Hier auch M-Performance-Lenkrad, sehr schön hier mit den M-Performance. Das macht hier schon wirklich gut was her. Muss man definitiv sagen. Sonst sieht mir das Ganze hier serienmäßig aus. Außer hier Einstiegsleiste noch in den M-Performance. Auch hier sehen wir das nochmal alles sehr schön gemacht. Und hier auch diese Steppung. Das ist schon wirklich, man muss sich mal überlegen, Leute. Ja? Ich meine, klar, preislich 72.000 Euro geht das Ganze los. Wir können uns das Carbondach noch mit dazu ausstatten. Hier jetzt mit den kompletten M-Performance-Parts ist das natürlich preislich nochmal eine ganz andere Kategorie. Ich meine, wenn wir überlegen, der alte M2 Competition war um die 10.000 Euro günstiger, bedeutet um die 62.000 Euro. Hier sind wir, wie gesagt, bei 72.000 Euro aufwärts. Handschalter kostet nochmal 500 Euro Aufpreis. Und wenn man dann das Ganze überlegt, konkurrenzmäßig Audi RS3 A45S sind wir bei 65.000 Euro. Und auch wenn man noch überlegt, der alte M2, der F, was war das? 87. Genau, richtig. Sind wir bei 57.000 Euro gewesen. Also ist natürlich schon nochmal eine gute Schippe hier draufgelegt, aber man muss natürlich überlegen, wir haben natürlich serienmäßig so viele Komponenten vom großen Bruder vom M3, M4 übernommen, dass der Preis wiederum gerechtfertigt ist. Schauen wir mal, jetzt machen wir mal die Motorhaube auf, aber ich glaube, da wird sich nicht allzu viel getan haben. Ja, das dachte ich mir schon. Also wir haben nicht optional von M-Performance eine Motorabdeckung oder sonstiges. Ich weiß es nicht, ob er das haben sollte. Ich meine, wir haben hier komplett volle Hütte M-Performance-Parts. Also denke ich mal, wird es das hier nicht beim M2 geben. Und sonst, ganz ehrlich, generell, würde ich sagen, haben wir eigentlich genügend erklärt, oder? Jetzt würde ich sagen, jetzt reiß mal auf, oder? Ja, ja, sagen wir das. Also, dann Jalle Abfahrt. Mit dem dürfen wir leider nicht fahren. Außerdem wollen wir mit dem auch nicht fahren, weil das ist nämlich Automatik. Wir wollen handgerissen fahren. Also, auf geht's. Abfahrt. Also, Leute, wir sind mitten im, ja, nirgendwo. Der Baby ist jetzt gerade schon schön 2 Stunden am Highway entlang gefahren. Und jetzt hat hier vorne, wird es nämlich jetzt halt schön kurvig, bedeutet, da machen wir natürlich einen Fahrerwechsel. Aber davor, Baby, steig mal ein, wir wollen ein bisschen Standgas hören. Wie der M2 so klingt jetzt. Ja, blubbert aber schon. Ach krass. Alter. Alter, ist das krass. Das Ding ist hundslaut. Da merkst du, OPF-Delete. Und dann geht auch richtig was vorwärts. Hau nochmal auf, Begrenzer. Okay, los geht's! So. Hältst schon wieder alles fest, oder? Ja, weil du fährst wie eine Sau, Alter, weil da hinten alles zueinander fällt, weil es da keine Spanngurte zum Befestigen. Da ist es so. Also da, Leute, so, wir sitzen jetzt hier im M2. Genau. Und da vorne wird es nämlich jetzt halt etwas spaßiger. Wir können uns mal hier mal kurz zeigen. Da wird es nämlich jetzt hier so ein bisschen. Ja, Corfi. Genau.
wie gemacht für den M2. Und das Wichtigste, Leute, ist hier, wir haben nämlich die Handschaltung am Start. Und auch noch mal ganz kurz hier jetzt auf den Innenraum einzugehen. Also ich meine, der Bepp ist jetzt die letzten 2 Stunden Highway gefahren. Und ich bin hier auf dem Beifahrersitz gesessen. Und es hat sich null so angefühlt, als würde ich jetzt halt in einem 2er BMW sitzen, sondern wirklich eher in einem 3er. Also weil du einfach so viel Platz hast. Und ich meine, generell hier ist Infotainment, wenn du schaust, dieser riesen Screen. Ich meine, Leute, wir sitzen hier in einem 2er BMW. Du hast hier so viel Platz, auch von der ganzen Qualität, wie das hier deutlich besser geworden ist gegenüber den alten. Allein auch hier das Armaturenbrett, schön in Carbon gehalten. Auch hier Lüftung ist alles sehr hochwertig. Lenkrad ist für mich persönlich leider immer noch ein bisschen zu groß. Vor allem merkst du es halt einfach hier wieder zu einem 2er BMW. Müsste für mich, für meinen Geschmack etwas kleiner sein, ja. Was natürlich auch noch dazu kommt, was mir aufgefallen ist, währenddessen der Bepi so schön dahin gefahren ist, nämlich, und zwar hat das Ganze mit der Klimaautomatik zu tun. Es ist nicht mehr so, dass du einfach auf die Taste drücken kannst, sondern du musst erst hier Touchscreen, musst du hier drauf drücken und dann stellst du dir das Ganze hier ein. Finde ich ein bisschen schade. Klar, natürlich Zukunft und das Ganze, aber ich finde so dieses Oldschool, finde ich, sollte schon noch hier sein, weil oldschool-mäßig ist nämlich das hier, Leute. Und da hebt sich hier der M2 sowas von gegenüber seiner Konkurrenz ab, denn Audi, Mercedes, nichts hat hier eine Handschaltung. Und ich würde sagen, Bepe, reiß auf die Hütte. Freie Bahn, oder? Freie Bahn. Können wir eigentlich aufreißen, ja, oder? Wieder. Sieht doch gut aus. Reiß auf die Hütte. Ja, reinkackt! Ja, ja. Den Gang! So wie es gehört, oder? Ja, Mann, Alter. Aber die Reifen haben brutal Traktion jetzt, Alter. Ja, die Reifen haben gute Traktion. Michelin Pilot Sport 4S haben wir nämlich jetzt hier montiert. Und was du direkt merkst, das ist hier sowas von agil. Das ist halt einfach hier wie gemacht für ein M2. Das ist schon geil. Wir schauen jetzt mal hier Setup nämlich. Da können wir uns nämlich das Ganze einstellen. Wir sind hier Engine. Ist jetzt auf Sport Plus. Gearshift Assistent ist aktiviert. Chassis ist schon in Sport Plus. Steering ist auch in Sport. Das ist ein negativer Punkt, Leute. Das war auch schon beim alten M2 so. Und zwar Steering ist viel zu viel Spiel, finde ich. In Sport ist schon etwas besser. In Komfort einfach deutlich zu viel Spielraum. Aber dafür, ich meine, schaut mal her. Wir reißen hier einfach schön hier um. Du auch noch mal weiter. Und da hier geht's weiter. Ja, wenig kühl. 460 PS, 550 Newtonmeter. Leck mich am geht das Ding vorwärts. Das Ding geht sowas von gut vorwärts. Ja. Was du aber gar nicht merkst, sind diese 150 Kilo Mehrgewicht. Also das merkst du wirklich gar nicht. Er fühlt sich noch mal, er fühlt sich echt noch mal ein gutes Stück sportlicher an, ja, gegenüber einem alten M2. Das wäre wieder eine schöne enge Kurve gewesen. Was du aber merkst, jetzt zieht euch das mal rein, dritter Gang, ja. Voll aufs Gas, da kommt halt jetzt noch nichts. Jetzt langsam fängt er dann an. Ja? Also da finde ich irgendwie gefühlt, dass da M3 dann Ticken besser irgendwie anspricht. Also ich meine, klar, natürlich Competition-Versionen sind 510 PS und gewichtstechnisch nimmt sich das zum M2 auch nicht mehr viel. Das ist so das einzige Thema. The only one. So, fahren wir mal hier einen Ticken langsamer. Also ihr seht, Leute, Agilität beim neuen M2 ist aber sowas von hier am Start. Es ist echt nochmal, muss man wirklich sagen, also ich meine, M2 bin ich F87 gefahren, M2 Competition, M2 CS und ich finde von der Sportlichkeit her reiht er sich genau zwischen M2 Competition und M2 CS ein. Er ist gefühlt nochmal geradeaus ein Ticken schneller als der M2 CS. Von den Kurven her ist er ein Ticken langsamer als der M2 CS. Einfach jetzt vom Gefühl her, von der Agilität her. Aber ich finde, genau da positioniert sich das Auto auch. Aber dann auf der anderen Seite, Komfort ist sowas von deutlich besser geworden gegenüber einem alten M2. Und ich meine, generell Leute, ihr seht hier Handschaltung. Ich kann es nur immer wieder sagen, für die Leute, die sich hier den neuen M2 überlegen, ja, oder einen bestellt haben, ihr müsst hier das Auto mit Handschaltung nehmen. Es ist sowas von geil. Und nochmal, das stirbt aus. Ihr seht es, bei den meisten Herstellern gibt es das gar nicht mehr. Das ist wirklich bei BMW M eine Ausnahme. Und deswegen feiere ich das bei M auch so, weil die wirklich so viel Motorsportgene in die Straßenfahrzeuge reinbringen, auch so viel Sportlichkeit, aber trotzdem dieser Komfort einfach überhaupt nicht wegbleibt, sondern im Gegenteil, das einfach nochmal Next Level ist zum alten M2, wenn ihr hier diesen Screen anschaut und generell auch dieser ganze Komfort, wie viele Parts wir vom M3, M4 serienmäßig übernommen haben.
Und ja, was haben wir denn hier jetzt noch? Wir haben jetzt noch gute 10 Minuten zur Mittagspause. Schauen wir mal, ob wir da noch mal ein bisschen aufreißen können. Da so, ja? So. Vielleicht stellst du dich auch noch mal einfach irgendwo draußen hin und schauen wir mal, dass wir irgendwas machen. Da ja so. So, sind wir an deinem Ziel angekommen, oder? Ziel da, ja. So sieht's aus. Das sind aber leider Schulferien, Beppi. Jetzt können wir doch leider nicht in die Schule gehen. Ich hätte jetzt schon gerne mal in so eine Schule. Aber dafür haben wir einen guten Parkplatz jetzt hier für unser Baby gefunden. Also, wie finde ich den neuen BMW M2? Um es kurz zu fassen, ich finde das Auto mega geil. Ich finde ihn sogar tatsächlich, und ich hätte das nicht für möglich gehalten, noch mal geiler als den alten M2. Einerseits hat das Auto extrem an Komfort zugelegt. Es kommt so extrem nah hin an einen M3, M4. Und natürlich kostet das Ganze noch mal einen Ticken weniger, aber genauso auch Fahrdynamik. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich, macht hier der M2 mehr Spaß zum Fahren in den Kurven, bei genau eben das, was wir gerade gefahren sind, so Bergstraßen, als ein M3, M4, weil er natürlich noch mal ein Ticken leichter ist, ein Ticken kleiner, einfach noch mal dieses Ticken kompakter. Und ich meine, leistungsmäßig sind natürlich noch mal 90 PS draufgekommen zum allerersten M2. Und dann das Ganze, Leute, in Verbindung mit dieser Handschaltung. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Für die Leute, die sich hier überlegen, den neuen M2 zu bestellen oder den schon bestellt haben, glaubt mir, ihr müsst das Auto mit Handschaltung nehmen, denn das ist wirklich ein Spaßfaktor. Und wer weiß, ob sowas beim neuen M2 in ein paar Jahren, geschweige denn, ob überhaupt noch mal ein M2 kommen wird. Aber da glaube ich wirklich, kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, dass das Auto noch mal optional mit einer Handschaltung erhältlich sein wird. Ich meine, daran sieht man allein schon, was der BMW an Arbeit leistet, in die Hand nehmen muss, dass du nochmal 500 Euro draufzahlen musst gegenüber Automatikgetriebe. Und ja, sonst, Beppi, gibt es für dich irgendwas noch zu sagen? Negativer Punkt, positiver Punkt. Ich meine, die negativen Punkte im Innenraum habe ich ja ein bisschen aufgezählt. Aber ich meine, für dich, wie hat's dir gefallen? Ich meine, du bist ja M4-Fahrer. M4-Fahrer, ja, ich muss schon ehrlich sagen, schon ein cooles Auto. Ich bin ja erst vor kurzem einen M3 Touring gefahren. Und wenn man drin sitzt, muss man wirklich sagen, dieses Auto, das ist so, hat so ein großes Raumgefühl, dass man wirklich meint, man sitzt einfach jetzt da in einem M3 Touring drin, in dem, dass man eigentlich in einem Zweier sitzt. Genau, richtig. Also ich meine, auch nochmal hier jetzt zum Abschluss zu kommen, Leute, ich weiß, man ist im ersten Moment ist man etwas geschockt, wenn man den Preis sieht mit 72.800 Euro Grundpreis, ja. Und ich meine, optional Carbondach und was wir uns dann hier und da noch ausstatten können. Aber auf der anderen Seite, Leute, ja, das sind über 10.000 Euro mehr als Vorgänger M2 Competition, aber ich meine, ihr bekommt unterm Strich noch mal so viel mehr Auto, dass es so extrem nah an M3, M4 hinkommt, sei es Innenraum, sei es der Motor, sei es das Getriebe oder sonstiges. Und ja, ich kann nur noch mal wiederholen, Hut ab an BMW M, was die hier für eine Leistung hingelegt haben, wirklich top Arbeit. Und ja, Beppi, ich würde sagen, jetzt gehen wir entweder in die Schule oder wir gehen was Mittagessen. Mittagessen. Ja, okay, dann gehe ich in die Schule. Abfahrt. Also,